Ja, hallo, ihr Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Jetzt sind doch noch zwei neue Tabake dieses Jahr zu mir gekommen. Und zwar von Boris, diesen Wege Boris. Vielen, vielen Dank. Und die wollte ich euch jetzt nochmal vorstellen. Rauchen tue ich heute eine Choclo-Pfeife. 19 Ding. Habe ich auch schon etliche Jahre. Ja, und in der Pfeife habe ich einen von den zwei Tabaken, die mir der Boris zukommen hat lassen. Und die sind schon hervorragend, muss ich sagen. Und zwar einmal den Houseblend Aromatik vom Pfeifen Tesch in Hamburg. Ja. Und die habe ich schon fast ausgeraucht, den Tabak. Da ist nicht mehr viel drin. Zeige euch mal das Tabaksbild. Das so geht. Ich hänge euch nachher noch Fotos hinten dran. Ja, so schaut der aus. Und das ist für mich so eine richtig alte dänische Mischung. Ja, so wie es früher gegeben hat. Ja, Virginia, Cavendish. Ein bisschen ein Birli, weiß nicht, könnte sein, ein bisschen Vanille, aber Honig, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein ganz hervorragender Tabak. Und den werden wir mit Sicherheit einmal holen. Ja, das ist ja der Houseblend Aromatik von Pfeifentisch in Hamburg. Und das soll ja der meistverkaufteste Aromat bei ihm im Laden sein. Kann ich mir vorstellen, also, weil das ist wirklich ein ganz guter Tabak und der würde auch naturnahen Tabakliebhabern mit Sicherheit auch schmecken. Ja, also ganz ein guter Blend. Und den zweiten, was er mir dazu kommen lassen, der ist auch vom Pfeifentisch Houseblend. Und das ist der meistverkaufteste naturnahe Tabak. Ja, das ist der Regular. Und der geht halt in die englische Richtung und hat halt auch der Kirr mit drin. Ja. Und aber so gering dosiert, sage ich jetzt einmal. Ich habe euch ja den letzten Mal den vom Danish, von Dorben Danz, die 40 Jahre Danish Blend vorgestellt, was ich da als Beigabe für meine Dannenbeilieferung gekriegt habe. Und der hat ja 10% Latakia. Und wo ich gesagt habe, mit dem kann ich leben. Ja. Und ich glaube, dass der doch sogar ein bisschen weniger hat. Ja. Also wirklich mal auch für Leute, die was, schauen, für Leute, die was Latakia in ganz geringen Dosen rauchen und auch nicht so zu viel drin haben wollen, ist der wirklich sehr gut. Ja. Habe ich auch schon 4 oder 5 Füllungen rausgenommen. Und komischerweise ist der nicht einmal bei mir daheim aufgefallen. Also normalerweise wäre ich immer schon immer hochgeredet, so was rauchst du da wieder für Kraut, gell? Und das ist dann meistens ein Latakia. Aber da hat noch keiner was gesagt bei mir daheim. Also ist sehr hervorragend, gell? Nochmal vielen Dank, Boris. Wie gesagt, einmal der Regular und der Aromatik vom Pfeifentisch in Hamburg. Nur zum Empfehlen. Der raucht sich so super. Ich habe ihn gerade da drinnen, der Pfeifen. Also den Aromatik. Ganz hervorragender Tabak. Leicht. Ja, wirklich super. Probiert es einmal aus. Ich glaube, da kann man auch anrufen und die schicken dem einen auch diese Tabak. Und wie gesagt, vom Pfeifentisch in Hamburg. Ja, trinken. Oh, haben wir gedacht, trinken heute mal einen Tee. Aber nicht pur, gell. Da ist was zu mir gekommen. Der kann sogar noch was vertragen. Und den hat einmal der Wolfgang aus Flensburg vorgestellt. Ja, und zwar einen Rum. Und der heißt Windstärke 13.
Und das ist also eine Flasche, die was dann so schief, das sieht man jetzt nicht, da steht, wenn man es hinstellt, ja, da steht die schief. Ja, ganz witzig, das Ding. Und ein hervorragender Rum, ja, aus Flensburg, und zwar von Johansen. Ist der, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Johansen, Windstärke 13. Also ein ganz hervorragender Rum. Ein bisschen was mehr. Was soll der Geiz, gell? Oh, jetzt schmeckt das schon besser, gell? Wunderbar. Dann habe ich euch einmal, ich glaube in meinem fünften Video war das, einen Pfeifenkopf vorgestellt. Ja, von einer Vulkanopfeife, wo ich nur den Kopf gehabt habe. Und durch eure Tipps bin ich ja damals beim Henry Groll gelandet und habe ihm gebeten, mir da ein Mundstück anzufertigen. Ja. Und er hat halt viel Arbeit gehabt und wenig Zeit, und das hat halt jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt ist der Pfeifenkopf mit dem neuen Mundstück neu gebeizt gekommen. Gell? So ein Säckchen vom Henry Groll. Mal auf. Da, und da ist das Schätzchen. Ja, also wunderbar. Ganz, ich habe wie eine neue Pfeife. Ja. Und natürlich das ganz Tolle an der ganzen Sache noch. Der hat jetzt gemeint, das wird gar nicht gehen. Da hat er mir die so, weil die war ja filterlos, ja, mir auf 9 mm aufgebohrt. Jetzt kann ich meine 9 mm Filter da rein tun. Wunderbare, saure Arbeit. Henrik, nochmal vielen, vielen Dank. Weil das hat halt ein wenig länger gedauert, aber ist halt jetzt so, dass ich keine Pfeifen nicht habe, da haben wir, was ich rauchen kann. Und dann ist jetzt das natürlich meine vierte Vulkano, die was ich jetzt daheim habe. Also, und da wird die Sammlung wieder besser, finde ich. Ja. Ja, ganz ein tolles Pfeifchen. Kommt natürlich wieder der Pipe-Bit drauf, ne? Also ganz klar. Sonst schaut er die wieder in der kürzesten Zeit aus. Ja. Ganz ein tolles Pfeifchen. Bin ich echt froh für eure Tipps und Tricks, dass ich da zum Henry gekommen bin und den kennengelernt habe. Also ganz toll. Pfeifen. Ja. Ja, das soll halt gar nicht einmal so ein langes Video werden. Das ist echt gut, wenn jetzt die Tür. Hervorragend. Nochmal kurz zu dem Rum, der schmeckt da pur hervorragend. Gell? Ich habe den einmal probiert. Letztes Jahr, wo dann der Wolfgang vorgestellt hat, habe ich mir nochmal drei Flaschen kommen lassen. Und da haben wir gedacht, ja, ich weiß, wie lange der Winter heuer wird. Und da habe ich mir schon 6 geschickt, gell, dass ich über den Winter komme. Ja, und das schmeckt pur, kann man auch. Und das ist nicht bei jedem Rum der Fall, also für mich, ja. Aber pur ist der auch nicht schlecht. Ja, das soll es jetzt eigentlich gewesen sein über Tabak und Pfeifen. Ich wollte euch jetzt noch ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Feiert schön mit euren Lieben. Bei mir ist auch die Bude voll, da kommt auch wieder alles zusammen. Meine Mutter hat auch noch am 24. Geburtstag, Christkindl also. Und ja, da geht es eigentlich, da sind wir bei der Mutter und daheim und dahin und daher und wahrscheinlich wie bei euch auch. Und, aber es ist immer ganz nett, wenn die ganze Familie wieder zusammenkommt. Einmal sind ja bei mir alle auch schon rausgeflogen und mit den Enkel zusammen, und das ist doch wieder ganz was Tolles. Ja, freue mich auch schon drauf. Und bedanken möchte ich mich auch nochmal an alle von euch. Ich will jetzt keine Namen nennen. Es gilt für alle. So tolle Videos, wie ihr reingestellt habt. Und ihr ziemlich auch aufgenommen habt in der Community. Möchte mich recht herzlich bedanken. Und es macht mir einen Riesenspaß, wie ich damals im Anfang September das erste Video gemacht habe.
Naja, man dachte jetzt, ob das was ist für die. Aber nachdem ich ja sehr viele Abonnenten schon habe und mir macht es einfach riesen Spaß, da auszutauschen, Kommentare und. Es ist einfach wirklich eine ganz eine tolle Sache. Und ich habe das noch zu keiner Sekunde bereut, dass ich da beigetreten bin bei dieser Pfeifen-Community. Und nochmal vielen, vielen Dank für die herzliche Aufnahme von euch. Ja. Und ab und zu passiert es mir irgendwie auch, dass ich mal jemanden vergesse zum Antworten. Also es tut mir dann leid, dann nochmal auf diesem Wege. Ja. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Und mal schauen, ich glaube, wir sehen uns nochmal heuer. Und soll es wirklich nicht mehr klappen, dann kämpfen wir gut rüber ins Jahr 2015. Und wir sehen uns dann wieder in alter Frische. Und bis dorthin, Servus aus Bayern.